Mit 90 sitzt er wieder auf der Trainerbank. Rudi Gutendorf coacht in seiner Heimatstadt Koblenz eine Flüchtlingsmannschaft. Es ist seine sage und schreibe 56. Station. Gutendorf, einer wie aus der Zeit gefallen. Der jüngste Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann ist schlappe 61 Jahre jünger. Über diese sogenannten Laptop-Trainer kann Gutendorf nur schmunzeln. Ja, ich kenne mich nicht aus mit Laptop. Ich kenne mich aus und sehe, wenn ein fauler Hund dazwischen ist im Training, dass ich den jage. Rudi Gutendorf, der Globetrotter. Früher ist er ständig um die Welt gereist. Jetzt ist die Welt bei ihm zu Hause. Gutendorf will etwas zurückgeben. Für ihn ist es keine Frage des Alters, sich für Flüchtlinge zu engagieren. Und zwar so, wie er sagt, es am besten kann, als Fußballtrainer. Überall, wo ich war, in über 10 Ländern, hauptsächlich in Afrika, aber auch in China und Japan, bin ich hervorragend und super freundlich aufgenommen worden. Und auch nirgendwo rausgeschmissen worden, auch wenn man Misserfolg war. Man kann ja nicht nur Erfolg haben, nicht? Ganz hervorragend. Deswegen sind die mir nicht fremd. Und ich will gern etwas in Return geben. Eigentlich gibt es nur Höhepunkte in seinem Leben auf 5 Kontinenten. Aber am liebsten erzählt er von der Zeit, als er 1999 die Nationale von Ruanda trainierte. Mitten in der Phase des grauenhaften Bürgerkriegs zwischen den beiden Volksstämmen Hutu und Tutsi. Ich habe auch überzeugend drüber gebracht, dass Rache und Wut keinen Zweck hat. Man muss sich wieder versuchen und sagen, und ihr müsst es machen, sonst fliegt er raus bei mir. Freundlich sein, egal welch, ob das ein Hutu oder ein Tutsi ist. Gutendorf hat einiges bewirkt. Die Arbeit mit den Flüchtlingen ist wie geschaffen für den Paradiesvogel. Als TuS International nimmt die Mannschaft ab kommender Saison am Spielbetrieb teil. Vermutlich mit dem berühmten Riegel-Rudi, dem Markenzeichen Gutendorfs. Alle Mann vors eigene Tor beim gegnerischen Angriff. Wenn ich wieder jetzt auf der Trainerbank nächstes Jahr sitze, egal welche Klasse das ist, Kreisklasse oder was, das ist eben meine Aufgabe, die so zu schulen, dass man sieht, dass der Trainer was kann und dass die besser werden. Aber das geht nicht in 4 Wochen. Rudi Gutendorf, wenn man ihn so hört, würde er wohl liebend gerne auch noch mit 100 auf der Bank sitzen. Mein Problem ist nicht, dass ich zu alt bin, sondern dass ich mich zu jung fühle, hat er mal gesagt.